Wir wollen heute mal ganz grundsätzlich über den Journalismus sprechen. Ich bringe ja hier immer viele Facetten dieses Themas in dieser Sendung. Heute geht es mal ans Eingemachte, denn die Frage lautet nämlich, was läuft denn da eigentlich falsch im Journalismus? Und genau das ist die Frage, die auch dieses Buch hier stellt. Das Buch heißt nämlich genauso, was läuft da falsch im Journalismus? Und der Autor ist Hermann von Engelbrechten und den begrüße ich jetzt sehr herzlich. Schönen guten Tag. Hallo, grüße Sie, Herr Kreimeier. Sie machen es mir ja sehr einfach, weil die erste Frage, die ich stellen kann, ist ja dann direkt die, wie der Buchtitel lautet. Was läuft denn da falsch im Journalismus? Wo soll man anfangen? Anfang ist schwierig. Was läuft da falsch? Das Geschäftsmodell ist kaputt. Also das muss man sagen, gerade im Lokalen, die Auflagen haben sich halbiert in den letzten 20 Jahren. Die Werbeeinnahmen gehen zu Google und Facebook. Redaktionen werden zusammengelegt oder ganz gestrichen. Das wirkt sich extrem auf die Pressevielfalt aus und dann mittelfristig mittelbar eben auch auf die Qualität der Berichterstattung. Und dann haben wir noch zwei andere Entwicklungen. Das eine ist natürlich, dass die Funktionsmechanismen der Social-Media-Plattform, die ja reine Werbeunternehmen sind, also ihr Geld mit Werbung verdienen und deshalb eigentlich im Grunde genommen immer nur Aufmerksamkeitsökonomie betreiben, also effektheischende Beiträge algorithmisch bevorteilen. Und durch die Bedeutung dieser Plattform und die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen überformt diese Logik immer weiter die journalistischen Relevanzkriterien. Und der dritte Aspekt, den ich im Buch beschreibe, ist die Ausweitung der staatlichen Kommunikationsaktivitäten. Der Staat hat also jetzt plötzlich über Social Media neue Kanäle und weitet seine Direktkommunikation immer weiter aus und nimmt dabei immer mehr Einfluss auf den Meinungsbildungsprozess in der Gesellschaft, hebelt aber auch ein Stück weit die Kontrollmöglichkeiten des Journalismus aus. Das sind so die drei wesentlichen Aspekte in meinen Augen. Gut. Dann gehen wir sie mal im Detail durch. Also erstmal in der Tat, die Finanzierung ist schwieriger geworden. Sie haben das auch in sehr schönen Grafiken in Ihrem Buch dargelegt. Beispielsweise, dass die Auflage von Tageszeitungen und Sonntagszeitungen im Jahr 2002 bei 28 Millionen lag, im Jahr 2023 bei 12 Millionen. Also weniger als die Hälfte. Gut, das hat natürlich etwas zu tun, eben mit der Entwicklung der Dinge. Es ist eben alles jetzt heutzutage im Netz, die klassische Zeitung zu kaufen, die ja auch nicht so aktuell sein kann, weil die ja immer den Stand von gestern im Grunde zeigt. Dass das natürlich irgendwann ein Auslaufmodell ist, ist klar. Aber die Frage ist ja trotzdem, haben denn die Verlage zu spät die Zeichen der Zeit erkannt? Also hätte man sozusagen früher schon darauf aufmerksam werden müssen, dass es da eine Entwicklung gibt? Haben die zu lange gepennt? Oder ist das einfach eine Entwicklung, dass sie gar keine Chance hatten, dagegen irgendwas zu tun? Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Also so ein bisschen, also das, was die Verlage in den Nullerjahren ja gemacht haben, die haben halt alle Inhalte aus den Zeitungen einfach online, kostenlos online gestellt. Das war noch bevor die Dominanz von Google und Facebook so stark hervortrat. Damals konnte man ja auch noch Geld mit Werbung im Digitalen verdienen und hatte ja auch noch relativ hohe Auflagen. Das Problem ist nur, dass die Leute sich dann in der Zeit, in den Nullerjahren, daran gewöhnt haben, dass man für Journalismus kein Geld mehr ausgeben muss. Das war ein Fehler, der jetzt inzwischen natürlich korrigiert wird mit den ganzen Bezahlangeboten im Digitalen. Aber jetzt muss man den Leuten wieder erklären, dass sie für Journalismus auch bezahlen müssen. Also ja, das war ein Fehler, da war man wohl vielleicht ein bisschen naiv. Zugleich muss man sagen, dass diese Plattformisierung, also diese ganzen, ja, dass sich die Rahmenbedingungen halt schon sehr auch zu Ungunsten der Verlage verändert haben. Also diese Dominanz von, also diese Monopole auf den Werbemärkten von Google und Facebook, inwieweit das damals absehbar war, weiß ich nicht. Also es ist so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen, auf die Verlage etwas spät reagiert haben. Aber die Frage ist ja immer, was für Geschäftsmodelle man so hat. Also ich bin ja nun für meine Sendung auch jede Woche am Recherchieren für irgendwelche Medienthemen. Und manchmal gibt es zum Beispiel irgendein interessantes Thema, da hat zum Beispiel was, was ich, Allgäuer Sonntagsblatt oder sowas, jetzt mal, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber jetzt mal so rein hypothetisch gesagt, hat irgendeine interessante Geschichte da drin, weil vielleicht da irgendwo vor Ort irgendein Dreh war, irgendeine Mediengeschichte war, die mich interessiert. Da würde ich natürlich jetzt den Artikel einzeln kaufen, wenn ich das könnte, weil mich ja interessiert nur der spezielle Artikel. Die nötigen mich aber, ein Abo abzuschließen, obwohl ich ja eben nicht im Allgäu wohne. Ich wohne ja in Hamburg zum Beispiel. Und das schreckt mich natürlich ab, weil ich dafür nicht ein ganzes Abo abschließe, um einen Artikel zu lesen.
Also ist man da auch vielleicht nicht flexibel genug, was die Geschäftsmodelle so angeht, was die Bezahlung angeht? Ja, also da haben Sie recht. Genau, das ist eigentlich einer der Kernpunkte des Buches. Es wird immer viel über dieses Spotify-Modell vom Journalismus geredet, also von außerhalb des Journalismus. Mhm. Innerhalb der Medienbranche sieht man das sehr skeptisch. Ich finde das immer ganz interessant, da mit Leuten drüber zu reden von außerhalb der Branche, die sagen, das bräuchten wir, das bräuchten wir, das bräuchten wir. Die Medienbranche sagt selber wieder, wie sollen wir da die Bezahlung regeln und so weiter. Und meine persönliche Sicht auf die Sache ist, das Zwischending fehlt. Es ist genau das, was Sie gerade sagen, wenn ich zum Beispiel die Süddeutsche lese oder die FAZ lese, dass ich mit einem Account nicht in der Lage bin, auch mal einen Artikel aus der Allgäuer zu bezahlen. Mhm. Das kritisiere ich ganz stark an den Verlagen, dass diese gemeinsame Anmeldeplattform fehlt, dass man so sagt, wie man das eigentlich im Analogen hatte mit dem Pressogresso-System. Also, dass es ein gemeinsames Vertriebssystem gibt in ganz Deutschland, wo sichergestellt war, dass alle Kioske des Landes mit in der Lage waren, alle Presseerzeugnisse in Deutschland zu beziehen. Sowas bräuchte es auch eigentlich im Digitalen, in dem Sinne, dass man sagt, wir haben hier diesen einen Account, diese eine gemeinsame Anmeldeplattform, über die die Bezahlung läuft und über die ich auch, sagen wir mal, als Spiegelabonnent oder von mir aus auch bei Ihnen bei der Mediatheke, dass ich mit diesem einen Account die Mediatheke bezahlen kann und auch dieses Allgäuer Tageblatt. Mhm. Das ist tatsächlich ein Versäumnis der Verlage, was sie dringend nachholen müssten. Mhm. Ja klar, weil ich konnte ja früher, konnte ich ja die eine Ausgabe der Zeitung kaufen, ohne dann ein Abo abschließen zu müssen, am Kiosk oder wo auch immer. Das ist eben jetzt digital in der Form so nicht möglich, genau. Ja, ja, wir stellen das ja selber auch fest, wir arbeiten ja auch mit Abos, aber gleichzeitig auch mit Einzelkauf. Jede unserer Sendungen kann man auch im Einzelkauf erwerben. Und es gibt halt immer wieder Leute, die sogar im Monat mehr Geld ausgeben für die Einzelkäufe als fürs Abo, was wiederum etwas mit einer gewissen Skepsis zu tun hat. Die wollen halt nicht ihre Daten weitergeben. Mhm. Die geben lieber einmal mehr Geld aus, als statt ihre Kontodaten weiterzugeben oder beziehungsweise irgendwie sich abhängig zu machen von irgendwelchen Abbuchungen vom Konto oder irgend sowas. Das ist auch, finde ich, ein Aspekt, der manchmal so ein bisschen hinten drunter fällt, aber der, glaube ich, gar nicht so unwichtig ist. Sie meinen im Punkto Datenschutz? Ja, zum Beispiel, genau. Ja, man kann das oft auch, ja, das ist, glaube ich, auch so ein anderes Thema, man kann das oft auch nicht so gut überblicken. Also ich persönlich sage eigentlich gerade deswegen, also in der Schweiz und in Portugal geschieht das ja bereits eine gemeinsame Plattform für diese ganzen Bezahlungen. Mhm. Klar, da hat man diese eine Sammelstelle, muss leider sagen, also was Google und Facebook alles über uns wissen, da verblasst die Gefahr, die, glaube ich, von dieser einen gemeinsamen Kontoplattform der Verlage ausgeht, verblasst in dem, was Google und Facebook eh schon über uns wissen. Naja. Und ich glaube, es wäre gut, da mal eine seriöse Plattform gemeinsam zu etablieren, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Ja, natürlich haben die Zeitungen früher auch von Anzeigen zum Beispiel sehr stark gelebt. Das war ja auch ein Teil der Einnahmen. Auch das hat sich ja natürlich völlig geändert. Wir haben das ja gerade schon angesprochen, dass man im Grunde nur noch mit Mikrobeträgen eigentlich Geld verdienen kann. Das heißt, es kommt darauf an, auf die Page Impressions und auf die Visits. Also wenn man die Masse sozusagen auf die Seite bekommt, dann läppert sich wenigstens auch und dann kann man Geld verdienen. Was hat das für Folgen dann für den Journalismus in dem Fall? Also ist man dann geneigt, als Verlag oder als Redakteur, als Journalist, eher sensationshascherische Überschriften oder uneindeutige Überschriften oder Clickbait sogar zu betreiben, damit möglichst viele auf die Seite kommen? Oder was macht das mit dem Journalismus? Ja, das ist, also da gibt es verschiedene Strategien. Also ich meine, es gibt zum Beispiel Focus Online und Merkur.de und so, die sogenannten Reichweitenportale, die genau das machen. Die sagen, wir wollen möglichst viel Reichweite machen. Die billig Inhalte produzieren, oft leider, indem sie von anderen Medien teuer recherchierte Artikel anderer Medien abschreiben, natürlich mit Quellenverweis, sodass keine Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Aber das hat dann so ein bisschen was von Flüsterpost oft, dass Sachen ein bisschen falsch abgeschrieben werden. Es geht da wirklich nur günstig, suchmaschinenoptimiert Inhalte zu präsentieren, immer effekthascherisch. Und damit geht natürlich das, was den Journalismus ausmacht, die publizistische Aufgabe. Also
zur Meinungsbildung beizutragen und zur Information der Bevölkerung beizutragen, das geht damit unter die, kommt damit unter die Räder. So, jetzt haben wir das Problem natürlich nach wie vor, die seriösen Medien, Nachrichtenmedien sind natürlich jetzt einem Dilemma ausgesetzt. Die verdienen ihr Geld nach wie vor mit seriös produziertem Journalismus, aber müssen sich dazu ja auch irgendwie verhalten, weil dieser Druck sickert ja auch auf die durch. Und ich glaube, mittelbar hat das eben auch Auswirkungen auf die Qualität und die journalistischen Standards, die sich einfach in dieser immer schnelleren Zeit immer schwerer einzuhalten ist. Mhm. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, ist es ja eigentlich heutzutage günstiger, ein Medium zu betreiben. Man kann die Journalisten alle zu Hause arbeiten lassen, im Homeoffice zum Beispiel. Man braucht nicht mehr unbedingt einen klassischen Redaktionsraum. Man muss ja auch keine Zeitung mehr drucken. Das spart ja auch viel Geld. Eine Zeitung drucken war ja auch immer mit vielen Kosten verbunden. Das heißt, da ist es doch eigentlich auch auf der Seite zu einer Ersparnis gekommen. Aber das kompensiert trotzdem das nicht, was nötig wäre. Ja, das Problem ist, wenn Sie keine Zeitung drucken, dann sind Sie rein digital unterwegs und die Zahlungsbereitschaft im Digitalen ist einfach noch nicht da, wo wir sie gerne hätten. Mhm. Das muss man sagen. Ich glaube, die letzte, der Reuters-Report macht ja immer Umfragen. Haben Sie, wie viel Prozent der Befragten hat im letzten Jahr Geld für digitalen Journalismus ausgegeben? Das war, glaube ich, letztes Jahr ein Hochwert von 14%. Also da sieht man das mal. Mhm. Die überregionalen, gut, ist immer so ein bisschen klar, die, also solche Umfragen sind keine exakten Wissenschaften. Man kann aber sehen, dass die überregionalen in der Regel deutlich besser abschneiden, was das angeht. Die Lokalzeitung ist aber sehr schwierig. Und im Lokalen haben sie ein riesengroßes Problem. Deshalb ist, sie können Lokaljournalismus nicht skalieren. Wenn Sie zum Beispiel über den Landkreis Stendal berichten, Lokalnachrichten darüber, dann haben Sie maximal 120.000 zahlende Kunden, wenn überhaupt. Und insofern, ja, die Eintrittsschranken sind deutlich niedriger. Das ist ein Riesenvorteil der Digitalisierung. Das Problem ist, bestimmte Journalismusgattungen, gerade der Lokaljournalismus, das hilft Ihnen nicht weiter. Und früher haben Sie ja auch über die Anzeigen in der gedruckten Zeitung natürlich deutlich mehr Geld verdient. Das ist heute alles nicht mehr so. Also ja, was positiv ist, Eintrittsbarrieren fallen weg, das ist super. Hilft aber alles nichts, wenn keine Zahlungsbereitschaft im Digitalen vorhanden ist und die Werbeeinnahmen zu Google, Facebook und TikTok gehen. Mhm. Wollt ihr mehr Mediatheke-Beiträge sehen, dann abonniert die Sendung auf Massengeschmack.tv. Sie erscheint jeden Samstag und es sind viele Beiträge dabei, die auf YouTube gar nicht hochgeladen werden. Es lohnt sich also, jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.